Hallo, herzlich willkommen zurück bei Car Mechanic Simulator. Heute machen wir mal einen Kundenauftrag. Das ist eigentlich ein Auftrag im Spiel. Die gehen meistens länger. Und zwar ist Kunde Frau J. Weber. Guten Tag, ich brauche schnell Ihre Hilfe. Mein Schwager ist der Meinung, dass Sie das bestimmt in den Griff bekommen. Er ist auch schon seit längerer Zeit Kunde bei Ihnen. Sehr gut. Als ich heute Morgen zur Arbeit fuhr, habe ich einen lauten Knall gehört. Ein Augenblick später fuhr der Wagen nicht mehr auf der Straße, war auf einmal eine große Pfütze. Ich verstehe leider nichts von diesen Dingen. Bitte bringen Sie meinen Liebling wieder auf Vordermann. Okay. Dann machen wir das. Schöne Farbe. Ja, das wird doch einiges an der Arbeit sein. Startet wahrscheinlich nicht. Ne. Ja, schauen wir mal. Hier seht ihr jetzt, das müssen auch alles neue Teile sein. Zahnriemen, Zündkerz, boah, das wird einiges sein. Wahrscheinlich kommt der Motor gleich raus. Alles am Tut. Okay. So, das ist doch alles verrostet. Hier würde noch gut aussehen.
Ein Tröpfchen kam noch. Voilà. Schauen wir da noch das alles an. Okay. Jetzt haben wir fast alles, trotzdem noch sehr viel. Das fällt. Haben wir noch einen? Nein. Beispiel ein bisschen, finde ich immer ein bisschen verwirrend. Das ist nur 75%. Wenn man sie nur das, was man ersetzen muss, also da muss man die Liste immer sehr gut durchgehen. Schon oft reingefallen. Dann etwas nicht gemacht, obwohl ich es hätte tun müssen. Ja. Das kackt dann an, zum Beispiel wieder den ganzen Motor auseinanderzunehmen. Jawohl. Der Motor. Ne. Ja, sicher das hier alles. Ist auch noch was. Der ist sicher auch nicht mehr gut. Ja, da ist noch einiges zu tun. Nehmen wir mal die ganze Auspuffanlage weg. Auch aufgelistet sein. Ja, Flammrohr, Abgasrohr, Endschalldämpfer. Ja,
Schauen wir mal, ob wir da irgendwas reparieren können. Okay, nichts von dem, was ich gebraucht hätte. Zweimal. Jetzt musst du genau schauen, ob der Mittelschalldämpfer noch dabei ist. Einmal, zweimal. Gasrohr ist auch zweimal und Endschalldämpfer sicherlich auch, sonst brauchen wir den dann sicher irgendwo anders. So, ne, hab ich jetzt den? Ne. Also alles doppelt. Flammrohr V8 Typ A. Due. Der Cut. Zweimal. Ist der einfache, jawohl, auch doppelt. Dann noch das Abgasrohr. Typ A. Zweimal. Und noch der Endschalldämpfer. Das wäre auch wieder V8 Typ A. So was. Ich hoffe, jetzt sind beides die gleichen. Jawohl. So, dann wäre das erledigt. Jawohl. Kühler noch. Ja, das andere ist wahrscheinlich wirklich alles vom Motor. Ui, Bleulagerdeckel. Ah, müssen wir trotzdem wieder alles aufmachen. Machen wir jetzt noch den Kühler. Er ist wieder repariert. Sarge Typ B.
Typ B. Einmal. Die anderen konnten wir reparieren. Zack, zack, zack. Voilà. Genau. So. Und die eine wieder laden. Voilà. Wieder eine voll rein. Das glaube ich auch. Genau. So. Dann können wir hier ran. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Darum sage ich jetzt auf Wiederschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Denkt daran, Kanal abonnieren, Videos liken, würde mir sehr helfen. Bye bye.